Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Ja, in der letzten Folge haben wir ja einiges mit dem Netsch erlebt. Und in dieser Folge, ja, Spiele des Netsch, man kann es schon lesen, sollen wir seine Aufgaben erfüllen. Spiele des Netsch, das Spiel des Tüftlers. Ein Tüftler wird sein Geschäft verlieren, wenn seine nächste Erfindung kein Erfolg ist. Sammelt seltenes Material für ihn, indem ihr mächtige Gegner im vergessenen Ödland und in, ach du Schande, dem unaussprechlichen Verlies besiegt. Oh Gott. In Ödland und in, das ist aber schlecht. Vor allen Dingen mächtige Gegner. Ödland hat keine Weltbosse, also meinen die wahrscheinlich auch keine Weltbosse. Gruppenverliese gibt es auch nicht im Ödland, wenn ich mich richtig erinnere. Boah, wie soll man da was machen? Das nächste wäre ein Spiel der Ehre. In der Kaiserstadt, oh Gott, tobt eine Schlacht. Den gefallenen Soldaten wurde nicht die angemessene Ehre erwiesen. Besiegt Dedra und sammelt diese Zeichen der Gefallenen. Ja, das können wir sowieso schon mal vergessen, weil, ne? PvP ist nicht meins, oder wie war das? Nee, ich hasse einfach nur PvP. Also die Umgebung und so weiter, das ist soweit noch okay. Aber ich bin ganz ehrlich, dieser ganze Mist mit sich gegenseitig besiegen, das ist mir zu langweilig. Ein Spiel der Waren. Es ist halt keine Story dahinter, ne? Eine Gruppe fahrender Händler wurde ihrer Habseligkeiten beraubt. Holt sie aus der Mine von... Oh, das muss ich mir mal aufschreiben. Aber ist das noch... Nee, es kann ja nicht mehr in Wadenfell sein, ne? Mine... Was hier? Die Danat. Okay, ich habe keine Ahnung, wo die ist. Aber das hört sich zumindest an, dass das schon mal was Gutes, also was Besseres ist. Ein Spiel der Asche. Dedra machen den Bewohnern von Wadenfell das Leben schwer. Schickt sie zurück auf ihre Ebenen, damit die braven Leute nachts wieder schlafen können. Also Wadenfell, denke ich mal generell draußen, Dedra töten. Das, ich würde mal sagen, die letzten beiden machen wir auf jeden Fall. Beziehungsweise nicht die letzten beiden, weil da sind ja noch zwei andere. Oder wir müssen jetzt drei machen, oder was? Oh oh. Das Spiel des Fischers. Eine Infektion bedroht eine Familie begabter Künstler. Sie können geheilt werden, wenn sie fangfrischen Fisch aus den Wassern um Wadenfell essen. Heißt mit anderen Worten, man darf ihn nicht vorher... Naja, gut. Wenn man ihn fängt, ist er eh nur als Fisch da. Es sei denn, es ist ein grüner Fisch. Aber gut, die verkauft man ja mal sofort. Fangt Fisch für heilendes Festmahl. Für ein heilendes Festmahl. Egal welchen Fisch. Weil Angeln würde ich jetzt nicht unbedingt als schlecht ansehen. Das war jetzt Wassern aus Wadenfell. Angeln. Ich schreibe mir das immer nebenbei auf, damit ich mich dann wirklich ein bisschen entscheiden kann und das dann auch noch sehe. Das Spiel des Spiegels. Die Westauen werden angegriffen. Verteidigt die Bauern der Region. Vor allem, was aus den gespiegelten Vorstoßportalen dort tritt. Hä? Also die Westauen ist hier dieses neue Gebiet, wo wir gerade sind. Von welchen Bauern ist die Rede? Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass die so ein Weltereignis meinen. Wobei ich die selber noch nicht mal gesehen habe. Also ich bin jetzt hier noch gar nicht rumgelaufen oder so. Weil halt diese Quest in diesem neuen Gebiet uns immer wieder an Orte führt, wo wir halt schon waren vorher. Finde ich auch ein bisschen... Ja, doof nicht, aber das, ja, hätten sie auch anders machen können, auch mal in der neuen Region. Haben sie ja jetzt im Endeffekt hier mit. Westauen, okay. Wer übrigens das Ganze nochmal in einer guten Übersicht haben will, ich habe das jetzt aktuell schon angefangen, werde das auch ja jeden Tag nochmal weiterführen. Auf unserer Homepage www.diehungrigenwölfe.wordpress.com. Da findet ihr dann nochmal eine schöne Übersicht unter den Guides. Achso, stimmt, steht ja alles hier drin. Tötet Dedra auf Wadenfell 15 Stück.
Ja, jetzt müssen wir nämlich auch 3 abschließen. Schreibe ich mal eben mit dabei. 3 von 6 müssen wir machen. Ja, ich weiß nicht, was am schnellsten geht. Also das mit dem... Hier kann man es besser lesen. Ja gut, Fische, wenn man jeden Fisch fangen kann, dann ist es okay. Dann braucht man ja nur 3 Fische. Berg die gestohlenen Gegenstände aus der Mine, Vassir, die da naht. Ich werde mal hier rausgehen und da werde ich mal die Mine suchen, ob die in Wadenfell ist oder ob die woanders ist. Ja, und ich habe sie gefunden. Das ging auch schneller als gedacht, weil die Sachen sind ja eingekreist hier. Die ist hier unterhalb vom Wegschrein von Balmora. Und ich meine sogar, das wäre die Mine gewesen, wo tatsächlich im Original auch schon mal Leute verschwunden sind. Aber ist nicht schlimm. Selbst wenn es jetzt genau das gleiche wäre. Moment, hier links, das war das mit den Gegnern. Mal eben schauen, wie ich jetzt da am effektivsten hinkomme. Am besten ohne angegriffen zu werden. Müsste, glaube ich, von dieser Seite aus irgendwo ein Eingang sein. Sind wir einmal um den Berg rum und haben immer noch keinen Eingang gefunden. Oben ist ein Zauberscherge. Das ist aber kein Eingang. Hä? Bin ich jetzt... Ach, da oben ist, glaube ich, der Eingang. Oder? Ist das dann doch eine bewachte Mine? Oh, hier komme ich gar nicht. Ach so, okay. Da musste ich doch an den Gegnern vorbei. Ja, gut. Hier sind... Hallo? Nicht hängen bleiben. Hier sind Vorräte. Gestohlene Gegenstände. Ach ja, stimmt. Oh. Ich wollte Minenarbeiter befreien. Aber ja, ist ja so ziemlich das Gleiche, ne? Okay, hier oben haben wir noch was. Und da kommen gerade Leute wieder. Also sieht das für mich gerade so aus, als ob hier jemand anders noch ist. Stand da jetzt gerade... Ne, da stand höher, ne? Muss ich hier rum? Guten Tag. Oh. Dass man hier aber aus dem Dorf wieder rauskommt, das habe ich mir jetzt nicht so gedacht. Na gut. Gehen wir nochmal rein. Ach da, oder? Guten Tag, guten Tag. Einfach nicht beachten. Ich komme in Frieden. Ich wollte nur die Kiste haben. Funke, könntest du dich ein bisschen beeilen? Ah. Achso, spielt die Spiele ab. Ich wollte gerade sagen, wieso haben wir jetzt nur 1 gesammelt? Nee, ist okay. Gut, dann haben wir das schon mal. Dann haben wir... Fangt von erleuchteten gesegnete Fische. Ach, du Schande. Ach, herrje, ich habe da so eine Ahnung. Moment, direkt vor uns sollte Wasser sein. Ida, Fremdländerin. Ich habe einen Vorschlag für euch. Naja. Ich denke, dass man da tatsächlich bestimmte Fische... Also, ich meine, im Endeffekt steht es ja hier drin, dass man bestimmte Fische fangen muss. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Ich habe jetzt auf dem Char ausgeschaltet, welche Fische hier in dem Bereich sind. Ich hoffe, ich werde das noch rausfinden und das dann in meinen Guide reinschreiben. Hier kann man jetzt gerade gar keine Fische holen. Kaiserstadt interessiert mich null. Dann haben wir... Tötet Dedra auf Wadenfell. Moment, das können wir erstmal machen. Damit wir dann das zweite schon mal hätten. Ja, ich muss mal gucken wegen dem Angeln. Denn dann dauert es natürlich auch entsprechend sehr viel länger mit dem Angeln. Weil es könnte sein, dass man dann tatsächlich blaue angeln muss. Wo sind wir denn jetzt hier gewesen? Moment... Das ist ein Dorf. Sehenswürdigkeit. Wo sind wir jetzt gewesen? Das war ein Turm. Hier war das, glaube ich, oder? Wo so viele Dedra gewesen sind. Ich reite mal eben da Richtung Auge. Och, das sieht man so gar nicht, wenn man die Karte so hat.
So, ich reite mal eben Richtung Auge. Ja. Ich meine, dass wir hier gewesen. Wo wir dann diese Spuren da, also hier diese Schutzzauber gemacht haben. Das sieht aber gut aus. Ja. Ich weiß nicht, ob die auch schon als Dedra gelten. Deswegen. Ich wollte dann eigentlich nochmal springen und dann doch nicht. Und dann habe ich hier so hin und her gezappelt und dann lag ich im Wasser. Okay. Jetzt hoffe ich mal. So. Okay, der Clanban ist auf jeden Fall ganz offiziell ein Dedra. Komm mal her. Du bist, soweit ich weiß, auch ganz offiziell ein Dedra. Ja, perfekt. Dankeschön. Clanban da hinten. Der gerade abhaut. Der Feigling hier. Über einen drüber springen müssen. So, haben wir hinten noch was? Also den Ort hier kann ich euch echt nur empfehlen, weil die auch relativ schnell wiederkommen. Und wenn jetzt noch andere Leute hier sind, die freuen sich natürlich darüber, wenn ihr die hier alle wegmacht. Oh, Rang 8 bei der Kriegergilde. Sehr schön. Moment, bevor du mich jetzt hier siehst, muss ich mal kurz das Portal nehmen. So. Hälfte haben wir ungefähr schon. Kommt her. Gut, geht's hier noch weiter? Funke, zeig mir, wo die Gegner sind. Also ich lasse das jetzt alles bewusst länger mitlaufen, damit ihr ungefähr eine Ahnung davon habt, wie lange das dauert, bis man hier die Gegner zusammen hat und alles. Da unten ist noch eine Schwinge. Kommst du zu mir hoch? Na, komm. Aber kleiner Kerl. Okay, dann haben wir 11. Dann haben wir noch einen. Nein, ich wollte mich nicht heilen. Aber wenn man mal auf die falsche Taste kommt. Was haben wir denn da unten? Euer gesetztes Ziel. Nein. Ach so, das ist das wegen dem Angeln. Wir könnten es aber auf jeden Fall mal ausprobieren. Moment, Flusswasser. Ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben. Insekten, genau. Dafür braucht man Insekten. Steht ja auch Flusswasserköder. Könnte man vielleicht auch daran sehen, aber okay. Also ihr seht, dass zumindest die Flussgründe markiert sind. Ich weiß aber nicht, ich denke mal nicht, dass sich das nur auf Flüsse bezieht, sondern ich denke mal, man kann überall angeln. Wir testen einfach mal. Wenn denn mal was, ich wollte gerade sagen, wenn denn mal was kommen würde. Also der normale Flusspeitscher ist es nicht. Ach ja, Entschuldigung, Funke. Ich habe vergessen, dass du das nicht magst, wenn man mit dir angelt. Ist eine Notsituation. Wir kommen ja sonst nicht weiter. Ich würde ja auch so ein Vorstoßportal machen. Heißen die Dinger wirklich so? Ich gehe davon aus, dass das diese Weltereignisse hier sind im neuen Gebiet. Aber ich habe schon von vielen Leuten gehört, dass die wohl ziemlich krass sein sollen. Deswegen, ja, ich halt mit meiner kleinen Templerin und nicht so wirklich guter Ausrüstung, am besten noch alleine, weil um die Uhrzeit ja jetzt nicht viel los ist. Was ich jetzt nur... Hat die jetzt ernsthaft mehrfach die Beziehung verschlechtert? Nicht dein Ernst, oder? Was mich interessieren würde, ob man wirklich einen blauen angeln muss oder ob ein grüner reichen würde. Saufunke. Dich machen wir mal eben weg, weil das geht mir auf die Nerven, dass hier ständig die Beziehung verschlechtert wird. Bin ich mal gespannt. Bis dahin, bis wir hier fertig sind, sind bestimmt auch noch die nächsten 3 Dedra oben wieder da. Also eigentlich ein guter Spot, um alles zusammen zu machen.
Vorausgesetzt, dass die grünen Fische reichen. Wenn sie nicht reichen, dann angeln wir uns dumm und dämlich. Das weiß ich jetzt schon. Wir haben einen gefangen. Haben aber nur 5 Flusspeitscher. Okay. Also anscheinend kommt es nicht darauf an, was man angelt. Also es muss noch nicht mal grün sein, sondern es muss einfach nur zufälligerweise random irgendein gesegneter Fisch sein, sag ich mal. Ja. Mal gucken, ob wir jetzt bei 10 Fischen dann wieder das gleiche haben. Also dass wir dann wieder einen gesegneten Fisch haben. Jetzt haben wir sogar einen grünen gefangen und der zählt nicht. Okay, das wundert mich doch. Aber okay. Ich muss das ja alles mal so ein bisschen, ja, inspizieren hier. Weil, wie gesagt, ich will auch den Guide natürlich zu Ende schreiben. Und alles, was wir hier im Endeffekt rauskriegen über diese Aufgabe, ist natürlich Gold wert. Aber dass das so random ist, also ich hätte jetzt noch verstanden, wenn man den blauen Fisch machen müsste. Aber na, 3-mal einen blauen Fisch zu kriegen, das ist ohne die entsprechende Einstellung in den Champion-Punkten, ohne das entsprechende Futter, sage ich jetzt mal, was man dann hat, also das entsprechende Buff-Food, diesen atherischen, oder wie der heißt, Anglerfisch, Angelfisch, ich weiß es nicht mehr genau, wie das Buff-Food jetzt hieß, bringt schon einiges. Bringt nicht immer was, aber bringt schon einiges, habe ich festgestellt. Oder halt eben zu zweit angeln gehen, das hat einen ähnlichen Effekt. Das ist jetzt wieder, Moment, wir gucken mal eben. Wir haben jetzt, ja gut, wir haben 8, 9 Fische. Das wäre jetzt der 9. Also es ist nicht immer alle 5 Fische. Okay, jetzt haben wir hier keinen Teich mehr, da hinten ist noch was. Können wir unterwegs, komm mal her. Funk ist zwar jetzt nicht draußen, aber dich können wir trotzdem platt machen, so. Ist hier irgendwo ein Dedra-Dedra? Ach, der ist auf der anderen Seite. Moment, kann ich da vielleicht auch von hier aus angeln? Natürlich nicht. War ja klar. Da hinten ist auch nochmal eine Angelstelle. Kriege ich natürlich auch wieder nicht von hier. Ich dachte gerade, hier sind Schneckenfreunde. Kann ich mich hier hinstellen? Frage ist nur, kommen die auf mich zu, wenn ich hier unten stehe? Ich stehe hier nur ganz friedlich, Leute. Ich mache gar nichts. Wir brauchen noch einen Fisch. Also es geht. Wenn der dritte jetzt ungefähr genauso lange braucht wie die anderen beiden, muss ich sagen, dann geht's eigentlich mit der Aufgabe. So, wenn ihr das relativ schnell erledigen wollt, finde ich eigentlich, ja, kann ich nur das empfehlen, was wir gerade machen. Die Dedra, also das in der Mine, das ging ja schnell. Dass man da, ist normalerweise ein bisschen mehr los, glaube ich. Da sind ein paar mehr Gegner. Aber ich glaube, da ist einer reingelaufen und hat die Quest in der Mine gemacht. Und wahrscheinlich dann dabei auch ein paar umgebracht. Die Dedra, wenn man hier die Ecke nimmt, die sind eigentlich immer recht schnell wieder da. Komm ja nicht zu nah da hinten, ne? Wollte ich nur mal gesagt haben. Ja, wie gesagt, also gerade hier die Stelle oder es gibt auch andere Stellen, vielleicht auch mit Wasser, weiß ich nicht. Da ist es eigentlich, ich glaube, den Fischbogen, den haben sie nicht mitgerechnet jetzt, ne? Da ist es eigentlich recht schnell, dass man die 15 Dedra bekommt. Ja, und wenn ihr dann so eine Stelle habt, wo auch noch Wasser dabei ist, wie hier, ist es natürlich ideal. Okay, den nassen Jute-Sack, den werden sie definitiv nicht mit als Fisch rechnen. Na, jetzt oder gleich müsste eigentlich einer kommen, der gesegnet ist. Theoretisch. Obwohl, naja, wenn die den Jutesack und den Rogen nicht mitrechnen, dann nicht. Okay. Ja, Fischrogen wird auch gezählt als Fisch. Ich beschwere mich nicht. Im Gegenteil. Ja, Funke, wir müssen noch mal rüber, wir müssen noch mal 2 machen. Meldet sich zum Dienst. Irgendwo, oh, muss das jetzt gerade ein Dedrot sein, der hier steht.
Ich habe mich jetzt gerade irgendwie erschrocken, weil der so groß war auf einmal. Haben wir noch einen D-Drot? Nicht einen D-Drot, einen D-3 hier irgendwo rumfliegen, laufen, was auch immer. Hallo? Den hier unten habe ich doch nicht getötet. Wo ist der denn hin? Leute! Ich brauche noch D-Dra. Beziehungsweise ein einziges. Wieso komme ich da? Ach, das war wieder diese eine komische Stelle hier. Oh mein Gott. Das hatten wir doch schon mal, das Problem. So, mein Freund. Komm mal her. So, reiß zum Flügel des Snatch. Wenn ich jetzt wüsste, wo der ist. Ich klaue mir mal eben den Runenstein, der hier steht. Und stelle mich mal eben an eine Stelle, wo ich jetzt hoffentlich nicht angegriffen werde. Reiß zum Flügel des Snatch. Frage ist, ist der hier? Oh ja. Bei Sadrit Mora. Dann werde ich da mal eben hinreisen und dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann gehen wir auch wieder direkt zurück. Kann ich eigentlich, ich glaube, hier runterspringen kann ich nicht, ne? Das ist, abgesehen davon, dass das wahrscheinlich, nee, es ist nicht geblockt. Ach, guck mal. Ist auch gar nicht so tief. Netsch. Du warst der Netsch. Steht ja auch ein Zeichen dran. Haha. Es tut mir leid, aber es gab einen kleinen Notfall. Eine Freundin brauchte jemanden, der zugehört heute Nacht. Und ich habe weniger als 3 Stunden geschlafen. Ich bin entsprechend ein bisschen durch gerade. Netsch. Ihr seid wirklich beeindruckend, nicht Ulfsild? Ich werde dafür sorgen, dass die Sterblichen, an die ich denke, von euren schwerelosen Taten profitieren. In der Zwischenzeit sprechen wir über eure tatsächliche Prüfung. Um einen gänzlich anderen Sterblichen. Einen anderen Sterblichen? Also, eine Prüfung wie die des Indrik. Was soll ich für diesen Sterblichen tun? Ich versuche, schwerelos zu bleiben, wirklich. Wenn wir den Boden berühren müssen, dann doch nur aus gutem Grund. Ein Vater liegt auf Wadenfell in seinen letzten Atemzügen in einer Klinik in der Stadt Suran. Er muss noch eine Last von seiner Seele bekommen, bevor diese frei hinfortschweben kann. Ich werde ihm helfen, mit dieser Reue fertig zu werden. Eure Schleue kann es fast mit der von Ulfsild aufnehmen, nicht Ulfsild? Seine Seele ist in 3 Teile zersplittert. Obschon meine Tentakel ihn eine Weile hier halten können, versucht ein finsterer Geist, ihn zu sich zu holen. Deshalb müssen wir uns beeilen, mit Hilfe eurer Ritterin. In 3 Teile. Ihr wollt, dass ich Nalia um Hilfe bitte? Mit ihren Portalen könnt ihr und die Ritterin mit dem Wind hinfortfliegen. Das wird auch nötig sein, wenn wir diesem Mann helfen wollen. Schickt sie zu mir. Ich werde sie mit meinem Wissen schweben lassen und ihr könnt euch auf eure Reise vorbereiten. Dann werde ich mit Nalia sprechen. Schwebt auf den Schwingen eurer guten Absichten, nicht Ulfsild? Die Klinik liegt in der Stadt Suran auf der Insel Wardenfell. Die Ritterin wird eine quirlige Ergänzung eurer Prüfung sein. Da bin ich mir sicher. Suran war doch... War das die Hauptstadt? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ist alles noch so neu. Könnt ihr mir mehr über diese Prüfung verraten? Natürlich. Ich dachte mir schon, dass ihr vielleicht Fragen habt. Eure Gedanken fließen wie die eines Netz. Eilig, flott, absorbierend. Nein, ehrlich gesagt, heute ausnahmsweise mal nicht. Woher kennt ihr diesen Sterblichen? Ihr wisst, dass es manchen Leuten schwerfällt zu schweben. Er ist so einer. Mirren ist ein Fluss und ich wühle am Grund herum auf der Suche nach Dingen, denen ich Auftrieb verleihen kann. Er ist eine solche Seele. Ich habe ihn schon zuvor aufgehoben und wieder zusammengesetzt. Aber das muss das letzte Mal sein. Warum ist es das letzte Mal? Ich bin ein attraktives,
schwebendes, tentakelbewehrtes Wesen voller Humor, Erleuchtung und Magie. Aber nicht einmal ich, der Mensch, kann verhindern, dass eine Seele nach Aetherius geht, wenn ihre Zeit gekommen ist. Warum möchtet ihr, dass Nalia mich bei meiner Prüfung unterstützt? Befürchtet ihr, dass ich ihr einen Streich spielen könnte? Keine Sorge! Wenn Nalia nicht schwerelos wäre, wäre sie die Erste, der ich helfen würde. Aber derzeit schwebt sie und nicht durch mein Zutun. Ich möchte, dass sie euch hilft, euch mit den Winden der Seele zu bewegen. Die Winde der Seele? Die Jüngerin ist, wie sie zweifelsohne bereits erwähnte, sehr talentiert, was Portale angeht. Sie kommt urplötzlich von einem Ort an einen anderen. Das mache ich ebenfalls gern. Und ihr Talent wird euch ermöglichen, diese Prüfung zu absolvieren. Ich schau mal eben rein, ob das neue Fragen sind. Oh, natürlich habt ihr die nicht, Ulfsild. Wie könntet ihr noch schwereloser... Naja, okay, das sind wieder die gleichen Fragen. Das heißt, die machen wir jetzt nicht nochmal. Dafür machen wir hier einen kleinen Cut und schauen uns den Teil mit der Prüfung in der nächsten Folge an. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.